Wasser, unser höchstes Gut, wird knapp. Hierzulande und noch viel dramatischer in anderen Regionen Europas und auch weltweit. Wir sprechen heute bei Land und Leben über Wahlwasser zwischen Tradition und Klimawandel. Und dazu begrüße ich Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich. Und das sind weitere Themen dieser Ausgabe. Wenn Wasser knapp wird, warum sich die Pacinzer Bauern um ihr Wahlwasser sorgen? Wenn Futter- und Energiekosten explodieren, welche Lösungen nachhaltige Strategien bieten? Wenn sich Kunst und Landwirtschaft befruchten, was den Künstler Paul Thuile an Hühnern fasziniert. Wasser ist Leben. Wer genug davon hat, spürt das vielleicht nicht, aber wo Wasser knapp ist oder knapp wird, erhält es zugleich das Prädikat wertvoll. Den Wert des Wassers schätzen auch die Bauern, so wie hier in Pacinz, wo über den Pacinzer Waal seit Jahrhunderten mit frischem Wasser aus dem Zielbach die Wiesen und Felder bewässert werden. Doch auch hier machen sich die Bauern Sorgen um die Zukunft des Wassers, denn es bahnen sich große Veränderungen an. Es rauscht und rinnt, es gleitet und gluckert, es plätschert und schäumt. Wasser ist äußerst lebendig und wo Wasser fließt, erwacht die Natur. Genau das erleben alle Jahre mit Frühlingsbeginn die Menschen in Pacinz. Und zwar genau an dem Tag im März, an dem die Bauern den Pacinzer Waal öffnen und das frische Wasser aus dem Zielbach kostbares Nass herbeiführt. Seit Jahrhunderten bestehen Wale, die vor allem im trockenen Finchgau für die Bewässerung der Kulturen entscheidend waren und heute auch als besonders reizvolle Wanderwege geschätzt werden. Ich bin einmal zufällig zu einem alten Dorf gekommen, hat mir jemand gegeben von 1400 Epis. Und Samstag drinnen sind genau schon die Wale beschrieben, wie es hingedort ist. Weil früher hat es zum Beispiel Frier- und Spatwiesen gegeben, die haben viel Frierswasser gekriegt. Und da steht drin, allem wie von Alterseher. Also ist das schon lang, ist das schon so praktiziert worden. Die meisten Finchgau-Wale aber sind inzwischen aufgelassen und das Wasser fließt nun über Rohre unter der Erde. Nicht so in Pacinz, wo Josef Sprenger seit über 30 Jahren darauf schaut, dass diese besondere Wassertradition erhalten bleibt. Bevor er das Zielbachwasser in den Waal leitet, wird tagelang der 1,5 Kilometer lange Waal gereinigt von Laub, Geäst und Steinen und es wird kontrolliert, ob der Waal gut abgedichtet ist. Sobald Mitte März die Wehr, hier wird sie die hölzerne Schwell genannt, geöffnet wird, fließt bis in den Spätherbst hinein das Wasser über den Waal zum Reservoir und von dort über Rohre weiter für die Beregnung von über 70 Hektar Wiesen- und Apfelkulturen. Die Pacinzer Bauern dürfen das Wasser nach einer genauen Regelung nutzen. Doch mit dem Klimawandel bahnen sich Veränderungen an. Das Wasser wird immer knapper. Die beiden über 3000 Meter hohen Gletscher am Talschluss des Zieltales schmelzen dahin. Der Lodner trägt zwar noch eine weiße Kappe, aber der Roteck, auch großer Trübferner genannt, ist fast eisfrei. Hinzu kommt, dass zunehmend weniger Regen fällt und dass der felsige Untergrund das Wasser schon immer nur spärlich speichern konnte. Mit der Zeit, wie es jetzt allemal ist, die Gletscher gehen zurück, die Gletscher werden weniger, das Wasser wird knapper. Es ist heuer wieder nicht viel Schnee. Wir haben ein Problem gehabt, die letzte Woche ist alleweil sehr wenig Wasser im Bach drin. Viel Wasser versitzt, verhuckt. Und ja, haben wir ein Riesenproblem, weil alleweil weniger Wasser kommt. Auf das Wasser aus dem Zielbach melden aber mehrere Interessenten ihre Ansprüche an. So wird ein Teil des Wassers für die Speisung des Pacinzer Elektrizitätswerkes gebraucht. Ein weiterer Teil ist für die landwirtschaftlichen Flächen in den Fraktionen Rabland, Tabland und Sonnenberg reserviert. Und auch die Fischer pochen auf ihre Rechte, die mit der Regelung der Restwassermenge mittlerweile gesetzlich festgelegt sind. Ja, früher haben mich viel mehr Wasser gewonnen, weil hat es keine Tropfberegnung gegeben, nicht einmal eine Oberkronenberegnung, haben mich über Feld gewässert worden. Und zusammen reden wir von einer Konzession für 1000 Sekundenliter. Und heute haben wir eine Konzession für 120 Sekundenliter. Ist ein großer Unterschied. Und was kostbar ist, wird teuer.
So ist der Preis für die Wasserkonzession beträchtlich gestiegen. Von früher 300 Euro pro Jahr auf heute 3.000 Euro jährlich. Hinzu kommen die seit Monaten extrem steigenden Preise in allen Sektoren. Und dies trifft auch die Bauern. Und so schauen selbst die Obstbauern heute mit Sorge in die Zukunft. Obstbäuerin Iris Steck bewirtschaftet ihren Hof mit 2,5 Hektar Apfelanbau. Zu klein, um wirklich gut davon leben zu können, da ohne regelmäßige Investitionen moderner Obstbau nicht funktioniert. Die Nullpflanzungen werden halt da alleweil kostenintensiver im Verhältnis zu früher. Propfberegung, Hagelnetz, wenn du Blätter log hast für eine Wiese, dann brauchst du Froschberegung und es sind enorme Kosten. Und da, was du dir auf Seite tust, musst halt investieren und sein Leben selber bleibt um bei den kleinen Betrieben halt nicht mehr viel. Also ist es schon problematisch mehr, ja. Noch aber ist sie wie alle Obstbauern hier froh über das Wasser, das nun im Frühjahr noch ausreichend verfügbar ist. Die junge Obstbäuerin nutzt das kostbare Nass sowohl für die wassersparende Tropfberegnung als auch für die Überkronenberegnung. Und sie weiß auch um die tiefere Bedeutung des Walwassers. Weil alles muss heutzutage mehr schnell gehen, rationell gehen, mit weniger Arbeit. Und wenn man jetzt einmal sieht, was das an Arbeit ist, dann finde ich gut, dass man das auch schaut zu erhalten, weil ich glaube, das in zur Wohlwege ist schon einzigartig. Josef Sprenger ist derweil täglich beim Wal, um nach dem Rechten zu schauen. Wenn ich viel Wasser rausrennen habe, gehe ich auch zweimal im Tag. Weil es sind oft Zeiten, wo man muss mehr aufpassen. Es sind viele Wildmaisummer, die muss man mal durch, Loch durchmachen. Wenn man rausgeht, dann rennt er nicht und wenn man zurückkommt, dann rennt er. Und das ist gefährlich, weil unterhalb vom Wal ist Dorf und es sind viele Sturen. Es ist ein schwieriges Gelände, sturniges Gelände und dann sind gleich Vermoorungen da. Jetzt fließt das Wasser ungehindert dahin und mit der Schneeschmelze wird noch viel mehr kommen. Seit Jahren aber nimmt die Wassermenge im Sommer derart ab, dass die Bauern mit viel weniger auskommen müssen. Wenn das Wasser knapp wird, dann gehen wir so, machen wir so, dass wir nicht mehr 8 Stunden das Wasser haben, sondern allein mehr 4 Stunden, dass wir die Turnus halbieren und mit der halben Zeit noch durchkommen. Weil es ist dann auch, wenn ganz wenig ist, dann müssen wir mit Robland teilen. Es ist sehr, sehr schwierig und das wird alleweil schwieriger. Den Wal auflassen und das Wasser unterirdisch mit Rohren führen, wäre vielleicht effektiver und ganz sicher weniger arbeitsintensiv. Natürlich ist der große Aufwand, den zu erhalten. Aber und es gibt auch Stimmen oft, die sagen, gescheiter wäre ein Rohr in den Tieren, dann haben wir keinen Wasserverlust. Aber ich denke, da wird bleiben. Nicht? Noch will man also an der Tradition festhalten. Und so hoffen viele, dass mit dem ersten Plätschern des Walwassers auch in Zukunft der Frühling eingeläutet wird. Nicht nur die Bedeutung von Wasser wird uns immer stärker bewusst, auch das Korn für unser tägliches Brot ist mit dem Klimawandel und dem Krieg in der Ukraine auf einmal nicht mehr selbstverständlich. Getreide braucht es auch in der Landwirtschaft, vor allem in der Tierfütterung. Und es braucht Dünger und Energie. Doch die Preise dafür explodieren gerade. Was können die Bauern dagegen tun? Und welche Lösungen bieten die von Politik und Verbänden geforderten Nachhaltigkeitskonzepte? Thomas Vormetz geht in dieser und in weiteren 3 Folgen diesen Fragen auf den Grund. Strom, Gas und Diesel. Jetzt auch noch der Dünger und das Futter. Alles wird teurer. Die hohen Betriebskosten machen der Südtiroler Landwirtschaft zu schaffen.
Wir haben einen Milchviehbetrieb und wir haben Milchkühe. Wir haben ja einmal unsere eigenen Futtermittel, was wir erzeugen auf unsere Betriebe. Aber zusätzlich kauft man ja Ergänzungsfuttermittel dazu. Gell? Das sind zum Teil eben, das sind Nebenprodukte aus dem Lebensmittelsektor, aber eben auch Getreide und Mais vor allem. Und da haben wir jetzt in der letzten Zeit einen enormen Preisanstieg erlebt. Zum Teil 30-40%, was sich natürlich dann auf die Produktionskosten bei uns sehr stark auswirken und wo einfach unterm Strich dann das Geld hier auf die Betriebe fällt. Seit dem vergangenen Jahr zieht der Preis für Getreide kontinuierlich an. Seit dem Krieg in der Ukraine ist er regelrecht explodiert. Dazu kommen noch die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ernten, die in den letzten Jahren zurückgegangen sind, beispielsweise wegen vermehrter Dürreperioden. Die massiven Turbulenzen wirken sich auch auf die heimische Landwirtschaft aus. Die Futtermittel, die wir erzeugen, bestehen aus Getreide, Ölsaaten, verschiedenen Rohstoffen, die wir zukaufen müssen. Und diese haben einen Einfluss von 70-75% auf den Preis des Futters. Und diese Steigerungen können wir mit guten Verträgen zeitweise verzögern, müssen sie dann aber an die Konsumenten, an unsere Kunden weitergeben. Die Steigerungen im Vergleich, wenn man das mit Oktober 2020 vergleicht, liegen bei teilweise über 100%. Südtirol produziert nicht genügend Futtermittel für den Eigenbedarf und ist so abhängig von Lieferketten und Getreidebörsen. Um eine autarke Viehwirtschaft betreiben zu können, dürfte nur mehr Grundfuttermittel wie Heu und Gras verwendet werden. Nach dieser Logik schreit auch zurzeit alles. Die funktioniert nicht im Moment, weil über das Kraftfutter natürlich ganz andere Mengen an Milch pro Kuh generiert werden. Hat durchaus auch Vorteile aus Sicht der Nachhaltigkeit. Und natürlich damit auch die ökonomische Situation des Betriebes eine günstigere ist. Das heißt also, der Betrieb jetzt heute wieder von 8000 Kilogramm Milch und der Einsatz von Kraftfutter auf 4000 oder 5000 runterzufahren, ist zunächst eine erhebliche ökonomische Belastung für den Betrieb und im Moment kaum machbar. Schwierige Zeiten sind es also für alle, die Futtermittel einkaufen müssen. Die Betriebe müssen knallhart rechnen. Durch Optimierung in der Menge an Futtermittel pro Kuh ist Einsparpotenzial möglich. Ja, jetzt, wenn alles sicherlich perfekt laufen würde, dann kriegt man sicherlich nochmal 10% aus. Es gibt auch Betriebe, was noch mehr rauskriegen, also wo der Optimierungsbogen vielleicht noch größer ist, wo es noch mehr Möglichkeiten gibt. Und Betriebe, was auf einem sehr hohen Level schon sein, wo es eben nicht so viel möglich ist. Aber es ist auf alle Fälle Potenzial da und da versuchen wir eben dauernd eben auf unsere Betriebe, sei es durch Weiterbildung, aber eben auch durch die Beratung vor Ort, eben dorthin zu bringen. Die Preise für die wichtigsten Agrar- und Nahrungsrohstoffe klettern von Monat zu Monat auf immer neue Rekordwerte. Leider heißt das nicht automatisch, dass die Bauern endlich einmal richtig Geld verdienen. Im Gegenteil, kein Tag vergeht, wo nicht Vertreter, zum Beispiel der Milchwirtschaft, auf die Problematik hinweisen, dass der Landwirt zu wenig für seine Milch ausbezahlt bekommt. Die Milchwirtschaft steckt meines Erachtens im Moment in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Die Sennereien konnten keine Preissteigerungen oder nur geringe Preissteigerungen beim Lebensmittelhandel durchsetzen. Und das bringt die Landwirte in wirklich arge Not. Wie vorher beschrieben, müssen wir unsere Rohstoffpreissteigerungen an die Kunden weitergeben. Und wenn jetzt der Handel nicht bereit ist, mehr für diese Milch zu bezahlen, werden Stalltüren zugehen, weil den Bauern einfach das Auskommen fehlt. Sie können nicht mehr einen positiven Ertrag mit der Bewirtschaftung ihrer Höfe erzielen. Also ich beziehe mich jetzt auf die Milchwirtschaft. Und da müssen sich der Handel und die Konsumenten entscheiden, ob sie diese Produkte in Zukunft noch haben wollen. Weil wir wissen, eine Stalltür, die zugeht, geht nie wieder auf. Nach diesen düsteren Prognosen stellt sich die Frage, hat die Südtiroler Milchwirtschaft überhaupt noch eine Zukunft? Da kann das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielen, dass wir anders erzeugen als andere. Versuchen das schon ansatzweise in der Heumilch. Das ist ein ganz gutes Konzept, aber das müssen wir, glaube ich, weiter ausweiten, wenn wir langfristig eine Chance am Markt haben wollen. Die Heumilch unterliegt Vorschriften, die unter anderem vorsehen, dass 75% der Futtermittel hier vor Ort erzeugt werden müssen, also in Südtirol. Ein wichtiger, nachhaltiger Schritt. Wir haben vielleicht eine bessere Ausgangslage als viele anderen. Wir setzen auf Nachhaltigkeit, wir werben damit. Wir haben Millionen von Touristen hier im Jahr, die deshalb zu uns kommen. Das muss man dann auch belegen, dass man nachhaltig ist.
Nachhaltigkeit bedeutet auch, möglichst regionale Kreisläufe zu erschaffen, das zu produzieren, was vor Ort gebraucht wird. Ein Schlüssel zum Erfolg ist die Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und lokaler Gastronomie. Die Bäuerinnen und Bauern sagen, ja, ich habe keine Garantie, dass das, was ich produziere, dann auch abgenommen wird. Und auf Seiten der Hotellerie oder der Gastronomie sagt man, ich habe keine Garantie, dass das, was ich brauche, kontinuierlich zu einer entsprechenden Qualität geliefert wird. Und die zwei Dinge müssen wir schauen, zusammenzubringen. Und man versucht jetzt auf beiden Seiten zu arbeiten. Auf der einen Seite die Bäuerinnen und Bauern zu motivieren, hier einzusteigen. Da ist auch der Bauernbund sehr stark jetzt dahinter. Und auf der anderen Seite eben auch die Abnehmer und hier vor allem den Tourismus zu motivieren, hier möglichst viel an regionalen Produkten zu nehmen. Es gibt verschiedene Initiativen, wie zum Beispiel das Landestourismusentwicklungskonzept. Dieses sieht unter anderem vor, dass bei der Einstufung von Betrieben nicht nur die Nachhaltigkeit ein zentrales Thema sein wird, sondern man wird jenen Betrieben einen grünen Stern verleihen, die Südtiroler Produkte verarbeiten oder anbieten werden. Um der Sichtbarkeit wegen nach außen. Dazu braucht es verstärkt Angebote aus der Direktvermarktung. Wir haben zurzeit 500 Betriebe in Südtirol, die Direktvermarktung betreiben, möchten das auf 700-800 Betriebe raufbringen, durch die Beratung, durch die Aus- und Weiterbildung und durch die Unterstützung des Bauernbundes. Aber vor allem auch durch die Zusammenarbeit mit der Gastronomie, mit dem Handel. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass wir dort auch mit inkludiert werden. Wir haben ja in der Gastronomie vor allem die Spitzenköche in Südtirol, die Spitzenbetriebe, die ausschließlich Südtiroler Produkte, heimische Produkte, regionale Produkte verwenden, sehr gute Beispiele. Der Trend zu nachhaltigen Angeboten boomt. Erste Projekte wurden initiiert und gut Ding braucht Weile, vor allem Durchhaltevermögen und den guten Willen. Wir haben auch sehr viele Initiativen umgestoßen, aber sie versanden dann halt irgendwann, weil der Kostendruck auch bei ihnen, sagen sie, dann relativ groß ist. Es wird dann oft darauf hingewiesen, dass von der Lieferung her, dass man nicht ständig liefern kann, obwohl das, wir reden ja auch saisonal, nicht? Du musst Sachen anbieten, wenn sie hast, wenn sie nicht hast, dann kannst du ruhig was anderes kochen. Und deswegen, da ist noch sehr viel Potenzial. Aber es ist doch schwierig, allem mit ihnen dann auch so gewisse Projekte auszuarbeiten. Sie bemühen sich, aber so richtig langfristig hängen bleibt und nicht allem etwas. Gell? Über viele Jahre waren Grundnahrungsmittel die größte Inflationsbremse. Zum Leidwesen der Bauern, denn das bedeutete auch, dass die Erlöse für die Produkte aus der Landwirtschaft schlecht waren oder sogar gefallen sind. Es stellt sich die Frage, wer kann das zugunsten der Landwirtschaft und der Nachhaltigkeit positiv verändern? Wir sind alle gefordert, das ist überhaupt keine Frage. Wir können die Last nicht auf den Bauernbund abladen, wir können die nicht in der Bergbauernberatung abladen, wir müssen zusammenarbeiten. Also eine Beratung kann noch so gut sein, wenn am Ende das Produkt am Markt eben nicht vermarktbar ist zu dem Preis, dann scheitert die Beratung. Das Gleiche gilt für den Bauernbund. Das heißt, es sind Genossenschaften gefragt, es ist die Wissenschaft gefragt, es sind Verbraucherverbände gefragt, es sind NGOs gefragt und es sind wir gefragt, die konsumieren. Das heißt also, wir treffen ja eine ganz zentrale Entscheidung, wenn wir an der Theke stehen, was für ein Produkt wir kaufen, wo wir es kaufen und welche Fragen wir stellen. Ich bin überhaupt nicht unglücklich darüber, dass mehr und mehr Verbraucher Fragen stellen, kritische Fragen stellen. Das ist doch gut für uns. Das fordert uns, das schafft auch Verbindlichkeit beim Verbraucher. Wer fragt, der muss dann auch entsprechend handeln. Ich bin glücklich darüber, dass Menschen kritischer sind. Natürlich machen die uns das Leben täglich schwer, aber sie erleichtern uns es auch, weil sie uns auf die kritischen Punkte hinweisen und zum Teil ja auch Lösungswege aufzeigen. Die Erkenntnis, dass wir alle gefordert sind, damit Veränderung stattfinden kann, ist ein erster Schritt zur großen Transformation. Nicht nur für die Landwirtschaft. Zum nächsten Thema nun, das uns an einen ganz anderen Schauplatz führt. Nämlich zum Künstler Paul Thuile, der sich in seinem Atelier in Gargazon seinen vielfach ausgezeichneten künstlerischen Arbeiten widmet, aber auch seiner ganz besonderen Hühnerschar. Stefanie Collini hat ihn für unsere Land- und Leben-Reihe Kunst in der Landwirtschaft besucht und erfahren, wie sich diese auf den ersten Blick sehr kontroversen Bereiche doch gegenseitig befruchten können.
Paul Thuile auf dem Weg in das Museum für moderne Kunst in Bozen. Von Zeit zu Zeit geht er in die ständige Ausstellung, um nach seinem Ausstellungsobjekt zu sehen. Thuile hat an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien studiert und ist seit 1999 Dozent an der Akademie für Design und Kunst an der Freien Universität Bozen. Im Dorfzentrum von Gagazon, einen Steinwurf von der Pfarrkirche entfernt, befindet sich der Rosengartenhof. Hier wohnt Paul Thuile mit seiner Familie. Das heute noch stattliche Anwesen hat sein Großvater in den 1930er Jahren gekauft. Er war einer der ersten, die hier im Etschtal Äpfel angebaut haben. Und das Haus, in dem ich jetzt wohne, das war früher das Haus für die Arbeiter. Da haben 6, 7 Familien aus dem Nonsberg und überall her gewohnt und für meinen Großvater gearbeitet. Bis 2019 hat der Bruder von Paul Thuile den 4 Hektar umfassenden Obstbaubetrieb geführt. Seither versucht Moritz, Sohn von Paul, den Hof auf Vordermann zu bringen. Dazu hat er sich kurzerhand entschlossen. Ich habe den Hof übernommen. Ich habe einmal als erstes müsst ein bisschen mir das aufbauen, weil mein Vater ja nicht selber den Hof bewirtschaftet hat, sondern sein Bruder das bewirtschaftet hat. Deswegen habe ich mal als erstes organisatorisch ein bisschen schauen müssen, wie ich tue. Habe mir Maschinen kaufen müssen, habe auch schauen müssen, dass ich als ein bisschen lerne, weil ich ja nicht jetzt eine landwirtschaftliche Ausbildung habe. Ich bin sozusagen Quereinsteiger. Denn Moritz hat das Musikkonservatorium in Bozen abgeschlossen. Neben Kontrabass, Cello und Traversflöte spielt er auch das Clavicembalo. Ein Hof, das ist ja im weitesten Sinne auch so etwas wie ein Kunstprojekt. Wie gestalte ich das? Was mache ich da? Es ist ja tatsächlich viel Handarbeit zu machen, auch wenn es in dem Sinne jetzt nicht Kunst im eigentlichen Sinn ist. Handwerkliche Arbeit hat auch allem eine gewisse Nähe zur Kunst, auch wenn ich da jetzt in der Werkstatt irgendwas mache für die Landwirtschaft. Für mich persönlich, der ich mit Kunst irgendwie aufgewachsen bin, hat das alles einen gewissen künstlerischen Bezug. Während Moritz Thuile in der Werkstatt arbeitet, geht Vater Paul seiner liebsten Freizeitbeschäftigung nach. Ich hatte vor 12 Jahren die Gelegenheit, eine Ausstellung zum Thema Freiheit zu gestalten. Und da ist mir sofort der Begriff Freilandhühner eingefallen. Und ich habe mich damit beschäftigt, gibt es sozusagen einen Freiheitsdrang auch bei Tieren? Und dann habe ich in dieser Ausstellung eben Freilandhühner gezeigt. Also ich habe einen Hühnerstall in der Festung Franzensfeste gebaut. Und natürlich habe ich da nach besonderen Hühnern gesucht. Fündig geworden ist er in Österreich, wo die Altsteirer Rasse vom Aussterben bedroht ist. Nach über 10 Jahren kann sich Paul von seinen Hühnern gar nicht mehr trennen. Er züchtet sie mit viel Erfolg. Die Altsteirer, das ist ein sogenanntes Zwiezweckhuhn. Die legen Eier, aber auch das Fleisch ist hervorragend in der Küche zu gebrauchen. Und sie sind sehr widerstandsfähig, sie sind das ganze Jahr im Freien und ich finde sie einfach schön. Die Altsteirer gibt es in verschiedenen Schlägen, also Farbnuancen. Es gibt schwarze, es gibt weiße. Ich habe naturbraune, das geht schon fast in die Farben von einem Fasan.
Und ein Charakteristikum ist, dass sie auf dem Kopf keinen Kamm haben, sondern einfach einen Federzopf. Die Zeit vor Ostern nutzt Moritz, um die Winterschäden zu beseitigen und nötige Instandsetzungsarbeiten zu vollziehen. Der junge Landwirt ist dabei, den Hof auf biologische Produktion umzustellen und hat dafür auch neue Sorten gepflanzt. Obstsorten habe ich einmal ein paar klassische Sorten, Gala, Golden und Stark. Und habe jetzt noch zwei neue Sorten gesetzt, die Natura und die Inoret Story. Die zwei neuen Sorten, die ich gesetzt habe, das sind schorfresistente Sorten, die speziell im Bioanbau sehr beliebt sind. Gerade weil sie eben vom Pflanzenschutz her einfacher zu handhaben sind. Derweil zieht sich sein Vater in sein Atelier zurück, um zu zeichnen. Paul Duyle ist ein begnadeter Zeichner und hat dafür Preise bekommen, Ausstellungen veranstaltet und Bücher veröffentlicht. Ich beschäftige mich mit der subjektiven Wahrnehmung. Und die Zeichnung zeigt mir diesen sehr persönlichen Prozess und ermöglicht mir eine sehr persönliche Ausdrucksweise. Meine Linie spricht für mich. So ist die Familie Duyle am Rosengartenhof in Gargazon ein gutes Beispiel dafür, wie Kunst und Landwirtschaft sich ergänzen und befruchten können. Und wie die Leidenschaft für beides an die nächste Generation weitergegeben werden kann. Ich habe meinem Sohn offen gelassen, ob er den Hof, die Landwirtschaft weiterführen will oder nicht. Es freut mich natürlich, dass er das Erbe meines Vaters, meines Großvaters jetzt weiterführt. Und er ist jetzt umgestiegen auf einen biologischen Landwirtschaft. Und ich glaube, das kann ihm schon Freude bereiten. Das war's schon wieder von Land und Leben im April mit den Themen knappes Wasser, knappes Getreide und mit dem Künstler und Hühnerzüchter Paul Duyle. Danke für Ihr Interesse. Wir sehen einander wieder in einem Monat am 19. Mai. Bis dahin alles Gute, auf Wiedersehen.